Es ist mein fünfter Tag in Idomeni, ein Ort, der jeden Tag unerträglicher wird. Dauerregen überflutet die Böden und macht das Elend der Flüchtlinge umso größer. Dieser junge Mann aus Syrien zeigt uns, wie er versucht, das Wasser aus seinem Zelt zu entfernen. Am Körper trocken zu bleiben, ist ein anderes Thema. Wir haben nicht viel zum Anziehen dabei, deshalb können wir uns nicht einfach umziehen. Ohne Sonne kann ich meine Kleidung nicht trocknen, alles ist nass. Es ist schwer, sich an Idomeni zu gewöhnen und auch an den Geruch. Überall Rauch, Müll und Fäkalien. 15.000 sitzen hier fest und es werden immer mehr. Das Flüchtlingslager in Idomeni ist organisiert wie eine kleine Stadt. In der Nähe des Bahnhofs führen arabische Schilder zum Geldtransfer. Auf der anderen Straßenseite ist ein Restaurant. Einst geschlossen, doch jetzt versorgt es die Flüchtlinge. Ich treffe den 22-jährigen Kurden Judi Hamo aus Syrien, der vor den Bomben des Diktators al-Assad geflohen ist. Er erzählt uns, wie wenig Lebensmittel es im Lager gibt und dass er jeden Tag hierher kommt, um zu essen und sein Handy zu laden. Nach 15 Tagen in Idomeni hat er fast kein Geld mehr. Dann lädt er uns ein in sein neues Zuhause. Im Gegensatz zu den meisten anderen lebt Judi Hamo in einem verlassenen Haus, zusammen mit 25 weiteren Männern aus Syrien. Seine Freunde bereiten gerade die Dusche vor. Ich glaube, ihn nicht richtig zu verstehen. Ist das Wasser für die Dusche? Die hygienischen Verhältnisse sind furchtbar. Ich bin sprachlos. Das ist alles, was wir haben, sagt er. Es ist wirklich hart. Gleich hinter dem Haus ist der Bahnhof. Viele haben neben den Gleisen ihre Zelte aufgeschlagen, um nicht im Matsch zu schlafen. Weiter hinten finde ich einen alten Güterwaggon, das Zuhause vier syrischer Familien. Sie bitten mich herein, damit ich mir ansehe, wie sie leben. Wie die meisten anderen wollen sie nach Deutschland. Ein Mädchen fragt mich, was ich von ihrer Situation halte. Und dann kommt die Frage, die hier jeden umtreibt. Wann machen Sie die Grenzen auf, will sie wissen. Wieder einmal weiß ich nicht, wie ich darauf antworten soll. Es ist die Hoffnung, aus der die meisten hier ihre Kraft schöpfen. Die Hoffnung, dass sie das Ziel ihrer Träume irgendwie doch noch erreichen.